Moin! Oh Gott, da ist er ja. Hallo, Herr Große. Hallo, na? Na, geht's Ihnen gut? Ja, soweit ja. Ja, das freut mich doch. Der erste Tag heute ohne Infizierte im Landkreis Leer. War das nicht schon gestern so? Gestern hatten wir noch einen. Oh, dann ist ja gut, dass wir jetzt keinen haben. Genau. Na, sind Sie schon aufgeregt? Nee, ich freue mich, dass wir das organisiert bekommen haben. Ja, ich bin auch gar nicht aufgeregt. Hauptsache, die Technik hält. Das ist ja immer bei diesen Geschichten ja, das Hauptding. Ja, genau. Und mein Hund fängt mich auf einmal an zu bellen, das wäre auch nicht so gut. Ich habe meine gerade rausgeschickt. Oh, das war klug. Und Ja. die Aufregung. Oh. Jo. Wir haben ja Ja, aber noch noch. ein bisschen. Ne? Wir hatten noch 16:30 gesagt, oder? Ja. Ja, genau. Ja, Genau. dann würde ich auch erst anfangen. Jetzt können wir ein bisschen Smalltalk führen. Genau. War Glaube ich nicht. Ey. Okay. Sie wissen, dass wir das danach auch auf anderen Sachen posten wollen? Ja, alles klar. Kein Ding. Okay. Und auch, dass Zwischenfragen erlaubt sind? Ja, bitte doch. Wir wollen ja nicht hier alleine nur irgendwie zusammen einen Kaffee trinken. Okay, das ist es. Oh, ich wollte mir noch einen Tee Da ist der machen. Nico Blum. Ja, ich da. Betriebsratsvorsitzender Meyer Werft. Guten Tag. Moin. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das. Rechtlich? Nee, ich weiß es nicht. Ich bin zwar die Jugend, aber ich weiß es leider nicht. Nee, das muss man sagen, geht eigentlich ganz gut. Okay, gut. Es gibt ja sogar, glaube ich, so ein Fragenmodul, ne? Also, dass man irgendwie Fragen stellen kann und das wird dann auch richtig als Frage, nicht nur als Kommentar angezeigt. Glaube ich. Ja, man kann ja kommentieren. Man sieht ja einmal die Fragen. Ich weiß jetzt nicht, was Sie da auf dem Screen sehen, aber über das Frage, also über das Kommentierungsmodul geht es eigentlich. Oder eine Private Message. Das ist mal gut. Oh, das ist Jens. Ach, das ist ja herrlich, der hier alles ist. Da wird man ja gar nicht nervös. Oh Mann. Oh. Ich kann ja gar nicht mein Mikro zuhalten. Weißt du, ob das jetzt Mischa noch extra? Das ist gut. Ich habe das nicht mehr so verfolgt. Ich kann das sogar auf dem iPad größer und kleiner machen hier. Dass man alles rausfinden wird. Ich bin mit dem Smartphone. Ja, das iPad wäre ein bisschen besser, um die Kommentare zu sehen. Ja, das stimmt. Ich kann jetzt auch immer mein iPad brav in der Schule benutzen, weil wir ja die ganze Lern-zu-Hause-Phase hatten und jetzt ist alles auf dem iPad und jetzt darf man das zum ersten Mal richtig auf dem Tisch liegen haben und benutzen. Das ist really cool. Ja, das ist ja das Gute an Corona, dass diese Sachen Ja. leichter einzuführen sind. Sag mal, das, was wir eigentlich uns für 24 Monate vorgenommen haben, das ist ja wirklich innerhalb von 2,5 Wochen dann auf den Weg gebracht worden. Insofern hat das echt Spaß gemacht. Wir haben irgendwie auch für diejenigen, die sich kein iPad irgendwie anschaffen konnten, haben wir 300 iPads angeschafft und die sind bei weitem nicht abgerufen worden. Die haben wir dann verliehen halt. Ist ein Mietvertrag gemacht worden, sodass da auch wirklich niemand ausgeschlossen wird und meines Erachtens ganz gut. Wobei natürlich manchmal auch diese Videokonferenzen mit so vielen, das ist dann ja manchmal eine Zumutung über das iServe-Modul. Aber kann man nur besser machen. So, Klaus-Peter Horst sehe ich da auch gerade. Moin, hallo, sagt er. Moin. Da waren Sie kürzlich auch, ne? Ja, also wir waren auch schon öfter und letztens haben wir uns ja zusammen eine Schleuse angeguckt, das war echt cool. Ja, das fand ich wirklich klasse mit dem wirklich Plastik im Wasser. Das ist ja wirklich ein Riesenproblem. Und wir haben ja an der Nordsee
einige Sachen, die dort zusammen gemacht worden sind. Auch in Greetsiel, die haben dann auch so einen Container, wirklich, um Plastik zu fischen. Insofern, die Stadtwerke sind auch dabei. Stadtwerke und CP. Boah. Der Landkreis guckt auch zu, höre ich gerade. Ja. Wahrscheinlich haben Sie mit Ihrem Post mehr Werbung gemacht als wir mit unserem ganzen Post die letzten Boah, das Wochen. glaube ich nicht. Das ist ja auch noch über ein paar andere Kanäle gelaufen. Das war ja ganz gut. Ja, habe ich mich auch viel angestrengt, weil sowas ist ja, sowas, da kann man ja eben von zu Hause zuschalten. Das ist ja eigentlich ziemlich Ja. cool. Kann man auch Ich finde meinetwegen im Bett. ich find das Format eigentlich auch ganz gut. Twitch ist eigentlich auch nicht schlecht, muss man sagen. Kann man auch noch einiges machen, gefällt mir auch ganz gut. Ist ja eigentlich so ein Gaming-Tool gewesen. Sonst, wenn Ja, man. eben. Ja, aber über Twitch kann man auch einige Sachen wirklich gut organisieren. Oh, wusste ich nicht. Also ich wusste nicht, dass man da auch was anderes als Spiele machen kann. Ja. Wir werden auch dieses Mal wahrscheinlich unsere digitale Woche, werden wir auch wirklich digital machen und werden dort ja wirklich jetzt mal durchtesten, mit welchen Tools wir das auch wirklich irgendwie vernünftig hinbekommen. Ja, die digitale Woche. Wow. So weit September. ist es schon wieder im Jahr, ne? Oh Mann, das fliegt ja alles weg. Ja. Boah, sogar Fridays for Future Berlin guckst du. Oh Mann. Oh Mann, okay. Puh, jetzt guckt mein Chef zu. Oh. Ja. 34 sind wir, ne? Ja. Die gerade Das dabei stimmt. sind, genau. Ja. Ach, Lüge. Gudrun ist dabei. Ich muss dir noch erklären, wie das funktioniert. Guten gemacht. Yay. Okay, dann ist es ja schon 30 gleich. Wir haben 16:30, genau. Bing. Dann geht es jetzt so los. Ja, schön, dass Sie es geschafft haben und wir diesen Termin machen konnten. Ich freue mich sehr. Das Ganze hat ja nicht so schön angefangen, als ich mal Spaß eingestartet habe und die dann ganz fies einfach dazugeschaltet haben. Gut, ich bin mal so dreist, ich stelle mich einfach mal vor. Also ich bin ja Luzi und ich bin von Fridays for Future Lernen Vertreter. Und ja, ich bin heute eher so ein neutraler Interviewer, der halt versucht, die Fragen halt von der Basis, also allgemein den Leuten hinter Fridays for Future ansieht, weiterzuleiten. Ja, und das dann halt heute mal über einen Livestream, anders als sonst, vielleicht mit einer Tasse Tee zusammen am Tisch, wegen Corona und so. Ja. Wollen Sie sich einfach mal selber vorstellen? Ja, mein Name ist Matthias Grote. Ich bin Landrat im Landkreis Leer. Und die Idee ist ja irgendwie durch Zufall entstanden. Luzi Richter hat es ja gerade schon angedeutet. Ich habe mich einfach mal reingeklinkt, weil ich gerade die sozialen Medien schon irgendwie sehr lange nutze. Seit 2008, 2007 war damals noch Mitglied im Europaparlament, war Umweltausschussvorsitzender im Europäischen Parlament und habe auch das Paris-Abkommen mitverhandelt, als die Klimakonferenz in Paris war. War bei zig Klimakonferenzen, insofern das Thema Klima, aber auch Umwelt liegt mir am Herzen und finde ich gut, dass es die Bewegung gibt, Fridays for Future, weil sie natürlich erstmal alle wachgerüttelt haben, alle mal so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf geholt haben und auch aus ihrer Komfortzone rausgeholt haben. Das ist dann mal schon unterm Strich schon mal sehr gut, aber sie sind ja nicht auf die Straße gegangen, um nur ein bisschen darüber zu diskutieren mit dem Landrat bei einer Tasse Tee oder Kaffee, sondern es soll sich auch wirklich was ändern. Ja, das ist schon mal ein super Startwort. Ich würde dann auch einfach mal mit den Fragen starten. Wie gesagt, also jeder, der Lust hat, eine Frage zu stellen, kann die einfach mal reinschicken und wir werden sie dann irgendwie mit einbinden. Meine erste Frage, die ich vorbereitet habe an Sie, ist erstmal, ob Sie wieder trocken sind. Also so nach dem Wochenende und den Ereignissen mit Werder Bremen. Erleichtert, aber wir sehen ja erstmal, was morgen passiert und dass ja, die Bremer dann durchkommen. Was ich ziemlich krass fand, dass in Bremen irgendwie
das Thema Kontaktverbot, als man gefeiert hat, nicht so die Rolle gespielt hat. Insofern, das fand ich ein bisschen grenzwertig, wie es abgelaufen hat. Bei aller Freude habe ich vollstes Verständnis für, aber das fand ich nicht so toll. Okay, das war jetzt eigentlich auch schon unsere wichtigste Frage, was auch immer jetzt kommt, ist jetzt nicht mehr so wichtig, aber nein, Spaß. Also wir kommen jetzt als nächstes einfach mal zur Infrastruktur. Wir haben ja auf verschiedenen Social Media einfach von verschiedenen Leuten ein paar Fragen gesammelt und so, und da war eine sehr oft gestellte Frage, warum es denn im Landkreis Leer immer noch das Prinzip der Müllsäcke gibt und nicht mehr von Tonnen. Also es gibt ja jetzt schon die Ergebnisse. Und es gab ja so einen Test übrigens mit einer blauen Mülltonne, um halt eben Säcke nicht mehr zu benutzen. Und die Ergebnisse waren ja durchaus positiv. Ja. Und wir haben auch selber eine Umfrage gemacht, wo dann von 108 Leuten 98 für die Tonne waren und nur 10 dagegen. Wir haben ja diese Umfrage gemacht bei den Papiersäcken. Und das Ergebnis, der Ausschuss tagt gerade auch parallel zu unserer Live-Schalte, der AfA-Wirtschaftsausschuss. Und das Ding ist ja, wenn wir Tonnen einführen, jetzt auch für Tonnen einführen würden. Jetzt wird ja wöchentlich abgeholt. So, das weiß dann jeder, dass dann in Gemeinde XY am Montag, am Dienstag, am Freitag, also dann die Säcke abgeholt werden. Das wäre mit Tonnen natürlich nicht der Fall. Dieses kleine Detail wird oft weggelassen. Ich muss persönlich sagen, aus vielerlei Gründen ist es sinnvoller, mit Tonnen zu arbeiten. Aber ich will dem Ergebnis nicht vorgreifen, was dort in Leer und Westerledingen jetzt dann eingesammelt worden ist. Da muss auch drüber entschieden werden, weil das Werfen der Säcke in den LKW für diejenigen, die dort die Säcke einsammeln, keine leichte Arbeit ist. Ich glaube, da sind Tonnen auch besser. Und wenn man sich das Thema Plastikmüll mal anschaut, ist es sehr unverständlich, dass man Papier erstmal in Plastik einpackt und dann wieder die Plastiktüten entfernt. Insofern umwelttechnisch muss man sagen, und insgesamt sind Tonnen sicherlich besser. Aber man muss sich auch die einzelnen Lebenssituationen anschauen. Wie sieht das mit Mietwohnungen aus, wo ich keine Möglichkeit habe, eine Tonne irgendwie vernünftig abzustellen, dass sie nicht irgendwie umgetreten wird und so weiter. Und damit beschäftigt sich jetzt der Ausschuss und wird dann sicherlich auch zu einem Ergebnis kommen, was jetzt in Zukunft passieren wird. Ich finde das gut, wenn solche Sachen auch mal durchgeführt werden in Form eines Testes und dass man nicht sagt, in die Richtung geht's oder in die Richtung geht's, sondern dass man es auch wirklich breit diskutiert. Hier ist schon die erste Zwischenfrage, und zwar, warum das denn sonst in Landkreisen gut mit den Tonnen klappt. Die haben ja auch keine Probleme damit und haben ja auch durchaus weniger Platz als wir jetzt im großen Ostfriesland. Es hat sich über die Jahre hier etabliert. Wir hatten auch mal Tonnen. Das ist ja nicht so, dass wir immer in Säcken abgefahren haben. Man hat sich immer mal dazu entschieden, auch Tonnen weiter zu haben. Und das Ding ist natürlich auch, das war damals günstiger anscheinend. Aber das hält sich wohl jetzt die Waage. Also ich bin da vollkommen offen, was das Thema angeht. Ich mache immer so einen Praxistag. Ich war jetzt auch einmal beim Abfallwirtschaftsbetrieb. Ich finde das noch viel extremer beim Grünabfall. Weil der Grünabfall, der wird auch in Säcke gepackt und da sind dort Mitarbeiter, die in einer Anlage und bei einem solchen Wetter sind da mal so 30, 35 Grad, diese Säcke dann auch schlitzen müssen und die dann auch so ein Förderband draufpacken müssen. Ist viel Arbeit und ich glaube gerade, was das Thema der Arbeit angeht, ist meines Erachtens ist sinnvoll, Tonnen zu fahren, aber das muss abgewogen werden. Und es muss letztendlich auch bezahlbar sein. Aber ich glaube, dass viele, wenn sie eine Tonne haben, damit einverstanden sind. Aber mit der Einschränkung, es wird dann nach einem Plan abgefahren. Es wird nicht mehr jede Woche abgefahren. Okay, das ist ja schon mal sehr gut. Wir hoffen natürlich, ich schätze mal, jeder, der in der Umwelt,
interessiert ist, wird natürlich für Tonnen sein und wird natürlich auch seine Argumente haben. Aber das ist heute natürlich keine Diskussion. Schon mal danke dafür, für den kleinen Input, wie es im Moment aussieht. So. Obwohl es ja trotzdem auch eine Rolle spielt, weil zum Beispiel diese gelben Säcke, damit haben wir als Landkreis nichts zu tun. Ich ärgere mich maßlos hier in den Feengemeinden, das oder Feen, aber sicherlich auch im Murmerland, wenn es dann stürmt und die Säcke nicht richtig festgemacht sind, dann fliegen die in die Wieken, dann fliegen die in die Gräben und die Bauhöfe der Gemeinden können das dann wieder einsammeln. Das ist einfach nur ärgerlich, muss man sagen, was das angeht. Insofern spricht viel für die Tonnen. Ja, genau. Und besonders natürlich, wenn sie kaputt gehen und der ganze Inhalt dann in der Straße verteilt ist. Das ist natürlich der schlimmste Punkt. Dankeschön. Der nächste Punkt, den wir gerne besprechen würden, damit es auch nicht zu lang wird, ist natürlich muss es sein, die öffentlichen Verkehrsmittel hier in Lea, die sind ja bekannterweise nicht allzu gut. Und da kam dann die Frage, wie es aussieht, ob man die weiter fördern möchte, auch in Randgebiete und ob es vielleicht auch günstigere Preise zum Beispiel für Schüler geben soll. Also wir hatten darüber ja schon mal gesprochen, dass es ja so ein gewisses Schülerticket gibt. Da war ja aber eben das Problem, dass die meisten Schüler, die mit dem Bus unterwegs sind, sowieso eine Busfahrkarte haben bis zur 10. Klasse und danach sie halt eben die Bustickets selber ohne Unterstützung bezahlen müssen. Und dieses Schülerticket ja leider auch. Es ist so, wir haben gestern gerade von den Verkehrsbetrieben, die wir auch gemeinsam schon mal besucht haben, zusammen, hatten wir die Gesellschafterversammlung. Und wir haben auch einen Antrag im Kreistag vorliegen, der Mehrheitsgruppe SPD, Grüne, FDP, Blumen, die jetzt den Antrag gestellt haben, die Einführung eines sogenannten Schokotickets. Das heißt, dass man für 15 Euro für einen wirklich geringen Betrag diejenigen, die keine Karte haben, das heißt, die keinen Anspruch auf eine Schülerzeitkarte haben, weil sie irgendwie zu dicht an der Schule wohnen, dass die auch ein solches Ticket bekommen. Und der Geschäftsführer von VLL, Herr Wiening, ist da dran, hat alle Busunternehmen in Ostfriesland jetzt auch mal angesprochen. Und ich glaube, da kommt Bewegung rein. Natürlich sind wir gerade mitten in der Corona-Krise, haben die Busunternehmen es auch sehr schwer, muss man sagen, um da durch die Krise zu kommen, dass die Leute nicht auf Kurzarbeit geschickt werden müssen, weil nun mal der Schülertransport weggefallen ist, aber auch der ganze ÖPNV zum Erliegen gekommen ist. Das ist eine Riesenherausforderung für die Unternehmen. Nichtsdestotrotz waren sie trotzdem nicht untätig in der Zeit, als wir sie besucht haben bis jetzt und sind da dran und entwickeln was. Also natürlich verstehen wir das. Wir haben jetzt ein paar Kommentare bekommen, dass viele Schüler halt sehr unzufrieden mit den Bussen sind und halt sogar ihre Bustickets mit der Zeit jetzt teurer geworden sind. Was sind denn konkret Ihre nächsten Ziele, die Sie wirklich in dieser Richtung erreichen wollen? Also das konkrete Ziel ist das, was ich gerade angesprochen habe, was wir auch zusammen besprochen haben, als wir in Westerlafen waren, dass wir ein solches Schoko-Ticket oder Jugendticket einführen. Das heißt, in anderen Regionen heißt es so. Und wir wollen es gerne in der gesamten VOJ-Region. VOJ, das sind die Stadt Wilhelmshaven, Friesland, Wittmund, Aurich, die Stadt Emden und der Landkreis Leer. Dass in dieser Region dieses Ticket Gültigkeit hat, dass man dann für 15 Euro um den Dreh das ein bisschen knacken hier in der Leitung. Oh ja, ich habe gerade meinen Kopfhörer eingeschaltet. Irgendwie knackt es. Ja, wir haben irgendwie... Knackt es immer noch? Knackt, also bei mir knackt es. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Ich sehe jetzt nichts an den Kommentaren. Ja, ist ein bisschen versetzt auch. Auf jeden Fall. Wir warten mal kurz ab. Auf jeden Fall sind wir da dran, dieses Ticket mit den Busunternehmen wirklich zu stricken. Weil das liegt ja nicht nur in der Hand des Landkreises alleine, sondern die anderen müssen ja auch mitmachen. Und da ist Bewegung reingekommen, muss man sagen. Und jetzt haben wir ja zum einen über die Tickets gesprochen und zum anderen ist es natürlich auch, wann die Busse fahren. Also natürlich es ist bekannt, dass man nicht wirklich zum Kino kommt und wieder zurückkommt oder mal eine Freundin besuchen kann, weil es halt einfach zu selten ist. Also und halt auch nicht spät genug und man nicht flexibel wirklich sein kann. Wird es da noch irgendwie besser? Wir haben ja schon eine Verbesserung durchgeführt für den Südkreis. Wir haben ja Verträge mit einzelnen privaten Busunternehmen. Und das kreiseigene Unternehmen ist ja Verkehrsbetriebe des Landkreises Leer.
Und hier haben wir freitags, samstags eine Nachtlinie eingerichtet. Mhm. Das heißt, dass man wirklich nach 23 Uhr noch aus Leer wieder zurückkommt hier in die Feengemeinden. Das kostet auch eine richtige Stange Geld, muss man sagen, die wir dazugeben. Das ist weit über 50.000 Euro. Und wir warten jetzt auch erstmal ab. Man muss ein bisschen Geduld haben mit solchen Linien, weil zuerst war die Fahrzahl wirklich nur sehr gering. Interessanterweise fahren die Leute nicht nach Leer von den Feengemeinden aus Richtung Leer, sondern umgekehrt. Sie fahren von Leer nach Ostwallerfeen und nach Rauderfeen. Wir wissen auch nicht, warum das so ist. Das haben wir auch noch nicht untersucht. Auf jeden Fall geht es langsam wirklich bergauf, dass sich so eine Linie etabliert. Und Herr Wieling als Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe sagt auch, man muss eigentlich wirklich 2-3 Jahre Zeit braucht man, um eine solche Linie zu etablieren, damit es vernünftig ist. Und natürlich spielt auch der Preis eine Rolle. Und darum auch diese Kombination mit dem Jugendticket oder wie wir es dann auch immer nennen, dass es auch attraktiv ist. Weil sonst schließen sich alle zusammen. Diejenigen, die können, werden dann wirklich mit dem Auto fahren. Und eigentlich wollen wir ja gerne, dass der ÖPNV besser angenommen wird. Wir werden natürlich auch noch andere Maßnahmen durchführen. Den Einsteigerbus werden wir nochmal an die Schulen schicken, dass dort nochmal gezeigt wird, wie ist das eigentlich, wenn ich mal an die Nordsee fahren will oder nach Immen fahren will, dass da irgendwie die Scheu verloren geht. Und es ist jetzt gerade in der Mache, dass die Echtzeitsysteme funktionieren. Das heißt, ich kann sehen, jetzt auf dem Smartphone hat mein Bus Verspätung, wann ist er an der Haltestelle, sodass dort auch elektronisch dann letztendlich die Dinge funktionieren. Und im Übrigen, der Anrufbus, der auch im Landkreis Leer fährt, ist wahrscheinlich ab nächste Woche auch online verfügbar, dass die Tickets dann auch online gelöst werden können, wenn man irgendwie einen Termin hat und man mit dem Bus nicht fahren kann, dann haben wir dieses Ergänzungssystem bei uns im Landkreis. Also der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Okay, wir haben dazu schon zwei Zwischenfragen. Zum einen fragt jemand, wie es mit der Wiedereröffnung der Bahnhöfe steht, unter anderem in der Mohr, aber auch Ihrhofe. Ich glaube, Sie hatten uns auch mal darüber erzählt, dass man damit den öffentlichen Nahverkehr ein bisschen unterstützen möchte. Wie steht es da drum? Bunde kommt auch dazu. Bunde sogar auch? Bunde kommt auch dazu. Wir haben ja Probleme bei Ihrhofe und Bunde. Es fehlt ja ein ganz kleines Stück Bahnlinie. Zwischen Groningen und Bremen, das ist ja die Friesenbrücke, die jetzt neu dann wieder gebaut werden muss, wo es dann ja auch letztendlich hat es ja die Einigung gegeben, welche Brücke es jetzt werden soll. Aber Bunde, weiß ich, ist extremst dabei, einen Standort, wie ich dann zu finden, und dass dort dann auch ein moderner Bahnhaltepunkt eingerichtet wird, die Hofe auch. Da ist die Frage, ob es auch möglich ist, dass man in südliche Richtung fahren kann. Und Nermoor soll auch mit eröffnet werden. Da ist auch die Gemeinde dran. Und morgen ist ja wirklich ein toller Tag, weil morgen ja zum ersten Mal, übermorgen zum ersten Mal der ICE in Leer hält. Wir haben jetzt ja eine Direktverbindung von München Richtung Ostfriesland und wieder zurück. Zwar nicht jeden Tag, aber ich finde, es ist ein Anfang. Und man ist dann sehr schnell wirklich in allen Metropolen. Man ist sehr schnell in Frankfurt. Und das ist wirklich eine tolle Sache, dass es geklappt hat. Aber da sind wir auch schon seit 8 Jahren, wird daran gearbeitet, dass dieses Ding umgesetzt wird. Das dauert manchmal auch zu lange. Mhm. Dann haben wir noch eine Zwischenfrage, warum man überhaupt seine Busfahrkarte nach der 10. Klasse selber bezahlen muss. Schließlich ist man ja immer noch ein Schüler und muss immer noch zur Schule fahren. Es gibt auf Niedersachsen-Ebene, Gott sei Dank, eine gute Initiative. Das muss jetzt auch wirklich in die Wege geleitet werden. Und wir als Landkreise in Niedersachsen sind dafür, dass es ein 365-Euro-Ticket gibt. Mhm. Wir wollen, dass man eigentlich für 1 Euro am Tag wirklich fahren kann. Und dass der ÖPNV wirklich nach vorne gebracht wird. Weil dadurch auch die Konkurrenz zum Auto und andere Verkehrsträger dann irgendwie besser wird. Und das soll niedersachsenweit eingeführt werden. Da ist auch die Landesregierung, nehmen wir dort beim Wort, und die Landkreise Niedersachsen,
Da haben wir so einen Zusammenschluss, Niedersächsischer Landkreistag. Wir sind dafür, das Ticket 365 Euro im Jahr, dass man so viel fahren kann, wie man möchte. Und gibt es denn einen Grund dafür, dass man ab der 10. Klasse bezahlen muss? Bis jetzt, muss man sagen, zahlen wir im Landkreis Wehr schon heute 10 Millionen Euro für den Schülertransport. Ich muss sagen, das ist wirklich eine ganze Stange Geld. Wenn jetzt auch noch die Oberstufenschüler dazukommen sollten, dann müssen wir natürlich gucken, wie kann es finanziert werden. Und darum sind wir eigentlich dafür, dass für Azubis, aber auch für Oberstufenschüler, dass man gar keinen Unterschied macht. Geht einer dort zu einem Gymnasium oder besucht er die Berufsschule oder ist er sonst in irgendeiner anderen Ausbildung, würden wir gerne dieses 365-Euro-Ticket einführen wollen. Und man muss jetzt schauen, wie soll es finanziert werden, weil das kostet natürlich, ich habe ja gerade schon eben die Zahlen genannt, bis zur 10. Klasse, das kostet eine Menge Geld. Aber ich bin da eigentlich optimistisch, dass wir dazu auch eine Lösung kriegen. Okay. Aber das wird aber auch auf Landesebene jetzt diskutiert. Das hoffen wir natürlich, dass das kommt, weil es natürlich irgendwo sich anfühlt wie eine Bestrafung, mit dem öffentlichen Personennahverkehr zur Schule zu fahren. Und dass es sich schon teilweise mehr lohnt, sich einfach ein neues Auto zu kaufen und dann damit zur Schule zu fahren. Das geht natürlich eigentlich so nicht. Aber ich würde jetzt einfach mal zur nächsten Frage kommen. Uns wurde auch die Frage gestellt, wie es denn zum Beispiel mit begrünten Bushaltestellen wäre. Zum Beispiel, ich weiß nicht, kennen Sie die? Ja. Kennen Sie die in Utrecht? Utrecht heißt das, glaube ich. Utrecht, ja. Utrecht, ja. Da sind ja wirklich dann auch richtig Pflanzen auf den Dächern der Bushaltestelle, auch sehr gut für die Insekten und so. Wie sieht es damit aus? Kann man sowas auch in Leer bekommen? Also man muss sagen, das machen die Gemeinden. Die entscheiden auch, wenn Sie mal schauen, eine Bushaltestelle in Oblingen sieht zum Beispiel anders aus als eine Bushaltestelle in West-Überleding oder in Leer. Der Landkreis Leer verteilt dort Mittel und wir fördern auch Bushaltestellenbau. Und wir sind gerade dabei, eines der größten Aufgaben ist, dass sie barrierefrei gemacht werden. Wenn es dort gute Modelle gibt, können wir uns gerne nochmal zusammensetzen und schauen, was kostet eine herkömmliche Bushaltestelle und was würde es kosten, wenn man das in der Form machen würde. Haben wir uns noch nicht im Detail mit beschäftigt. Insofern sind wir gerne bereit, uns das auch mal anzuschauen. Und es wäre aufwendig, wenn man jetzt die derzeitigen Bushaltestellen einfach begrünen würde, oder warum bräuchte man da neue? Ich glaube, dass man das nicht kann, weil wir zum Beispiel Glasdächer haben. Wir haben aber auch diese alten Beton-Bushaltestellen. Und die wichtigste Aufgabe ist jetzt erstmal, dass wirklich an den Hauptlinien das Ganze barrierefrei wird, dass auch wirklich Menschen mit einem Handicap, mit einer Behinderung die Möglichkeiten haben, den ÖPNV zu nutzen, weil das ist noch nicht durch die Bank so. Und das wollen wir wirklich beseitigen. Okay. Dürfte ich vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage, weil ich glaube, die ist für viele interessant, zu den Klar. Bussen einwerfen. Es wird gefragt, ob das 365-Euro-Ticket dann wirklich nur für Azubis und Oberstufe wäre oder sogar für jedes Alter. Das müsste ausgestaltet werden. Das liegt ja auch nicht in unserer Hand direkt, muss man sagen, sondern es ist gerade die Diskussion auf Landesebene, dass ein solches Ticket eingeführt wird. Luxemburg hat ja zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ist das am 1.1. passiert oder 1. Februar, ist der ÖPNV komplett freigegeben worden. Da kostet es ja gar nichts, der ÖPNV. Ja. Und wenn man wirklich will, dass in Metropolen und anderen Regionen, dass man da nicht irgendwie erschlägt im Verkehr, sind, glaube ich, neue Ideen gefragt. Aber ich schütte mal ein bisschen Wasser in den Wein. Wir werden niemals im Landkreis eine Taktzahl haben, wie sie in Berlin und so weiter ist, sondern da sollten wir andere Wege gehen. Einmal auch die Verbindung mit dem Fahrrad, dass ich irgendwie vernünftige Überstiege habe oder Verknüpfung habe mit dem Fahrrad. Und auch das Thema autonomes Fahren. Und ÖPNV wird eine gehörige Rolle in der Zukunft spielen, dass man Anrufsysteme, zum Beispiel wie Moja, vielleicht kennt das der eine oder andere in Hamburg, dass ich wirklich mit der App meinen Bus buchen kann. Er zeigt mir an, das und das kostet es und in der Zeit ist er da.
solche Systeme sind meines Erachtens, das ist aber alles Zukunftsmusik, sind meines Erachtens wirklich überlegenswert, um im ländlichen Raum über ÖPNV nachzudenken. Weil solche großen Busse, wo dann irgendwie 3, 4 Leute mitfahren, die können wir nicht rund um die Uhr fahren lassen. Das wäre auch sozusagen Geld verfeuern, sondern da muss eine intelligente Verknüpfung geben. Ja, gut. Dazu könnte man natürlich jetzt auch sagen, dass wenn natürlich man einen guten Takt hat, also meinetwegen jede Stunde, dass natürlich dann auch mehr mit dem Bus fahren, einfach weil sie sich darauf verlassen können, dass sie auch zu jeder Uhrzeit in die Stadt kommen können. Und wenn da jetzt echt so ein 365-Euro-Ticket wäre, das gibt es ja auch in Berlin, das macht man da ja auch mit einem Ticket fürs ganze Jahr und dann kann man alle ÖPNV benutzen. Wenn es das gäbe und man einen viel leer angemessenen, zuverlässigen ÖPNV hätte, das wäre ja eigentlich schon super. Es kam gerade hier die Zwischenfrage, habe ich nur mit einem Auge gesehen, was den VBN anbetrifft. Wir sind ja im VEJ, Verkehrsverbund Emsjade, und VBN ist ja rund um Bremen, das geht ja zum Beispiel die Bahnbereich VBN, Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen, der geht bis Augustfehn. Und das ist auch eine Option, wo wir Gespräche führen, dass der VBN ausgeweitet wird, zumindest auf der Schiene, damit ich wirklich mit einem solchen Ticket auch dann bis Bremen komme oder darüber hinaus bis Oldenburg komme. Weil das macht durchaus Sinn, solche Sachen dann zu organisieren. Okay, ich habe immer so ein bisschen den Blick auf die Uhr, deswegen gehe ich einfach mal zur nächsten Frage. Wir können auch den Akku. Was? Ja, stimmt. Oh Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, okay. Das nächste ist, was uns sogar auch sehr oft gefragt wurde, wie es mit der Solarenergie steht. Also ob man nicht die Solarenergie, das hatten wir, glaube ich, auch bei unserem ersten Treffen gefragt, auf öffentlichen Gebäuden ja ausbauen könnte. Wir haben das zum Teil auf einigen Gebäuden. In Rauderfehn haben wir es auf der Schule. Wir haben es aber zum Beispiel beim Abfallwirtschaftsbetrieb, haben wir Dächer mit Solarenergie, mit Photovoltaikmodulen, muss man ja sagen, dass wir wirklich Elektrizität dann erzeugen. Und wir sind gerade dran, wir bauen in Leer Nord eine neue feuerwehrtechnische Zentrale. Was alles, das, was an Spezialdingen da ist, wird dort untergebracht und dass die Feuerwehren dort ihre Schulung machen. Und hier überlegen wir auch, was das Thema Photovoltaik angeht, oben aufs Dach, um das ganze Gebäude dann beheizen. Sehr, ja, aber die Kosten, die laufen ja, damit ich so ein Gebäude beheize, beleuchte, und darum wollen wir von Anfang an dort wirklich mit erneuerbaren Energien arbeiten. Und könnte man das in Leer ausbauen? Ich meine, auf Schulgebäuden zum Beispiel. Es gibt ja auch das Prinzip von Passivhäusern, zum Beispiel, ob man die freundlicher bauen könnte, wenn sie zum Beispiel halt sich selber mit Energie liefern oder halt sogar halt Photovoltaik auf den Dächern haben. Also da, wo es Sinn macht, wo es auch geht, weil da kommt ja auch ein bisschen Gewicht drauf, kann man das durchaus organisieren und es muss ja irgendwie passen. Durchaus sollte sich jeder darüber Gedanken machen, wenn er irgendwie in einem Eigenheim lebt oder in einer Mitgemeinschaft. Kann man Strom erzeugen. Ich habe irgendwie privat auch selbst eine solche Anlage auf dem Dach und bin mit einem E-Auto unterwegs, weil ich das Thema erneuerbare Energien irgendwie seit meiner Schulzeit mitverfolgt habe. Habe auch in diesem Bereich vorher gearbeitet bei einem Windenergieanlagenbauer und bin ein großer Freund der Erneuerbaren. Dann hätte ich mal direkt eine Frage für Sie. Wenn Sie so ein großer Fan von erneuerbaren Energien sind, könnte man nicht eigentlich die Schulen mit erneuerbaren Energien betreiben, anstelle mit fossilen Energien? Haben wir. Alle? Stromverträge, die wir haben, sind alle mit erneuerbaren. Also auch an den Gymnasien und so? Alle Liegenschaften des Landkreises. Wir haben ja Stromverträge. Und da achten wir drauf, dass gerade beim Strom dort erneuerbarer Strom fließt. Man muss ja auch sagen, das ist ja, man kauft das ja ein. Es ist ja aber so, dass letztendlich auch hier bei uns in der Region durch Wind
schon mehr als das, was wir verbrauchen, dann dadurch erzielt wird. Da schreibt Mischa, schreibt gerade, genau. Wie sieht es aus mit der Heizung? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Bei den Heizungen ist es natürlich anders, weil wir dort natürlich Gasheizungen haben oder Ölheizungen haben und die kann man jetzt nicht auf Erneuerbare umbauen. Aber ich habe ja gerade das Beispiel genannt, wenn wir neu bauen, wie die Feuerwehrtechnische Zentrale, das ist ein Riesenbau, irgendwie 45 Meter Front, die wird mit Erdwärme betrieben. Und da macht es Sinn. Und wenn man Ersatz schafft, weil irgendwie die Anlage kaputt ist, wenn das ökonomisch sich auch darstellen lässt, gehen wir auch daran. Weil wir sparen letztendlich auch Geld auf die Dauer. Eben. Ja, genau. Aber jetzt zum Beispiel, also ich bin ja vom UEG. wir haben zum Beispiel eine Heizung, ich glaube, die ist älter als das Gebäude selbst gefühlt. Wir können die auch nicht manuell jetzt in den Räumen einschalten, je nachdem, wie es der Raum halt gelegen ist. Wenn er natürlich zur Südseite hin ist oder, keine Ahnung, eine günstige Lage hat, ist er natürlich eher wärmer als jetzt ein anderer Raum. Und trotzdem können wir nicht selber bestimmen, wann die Heizung läuft. Könnte man da nicht einfach die Heizung austauschen und da irgendwie eine Möglichkeit machen, dass die Schüler es selber entscheiden können? Also am UEG selbst ist meines Erachtens auch die Heizung jetzt gerade im Austausch. Aber ich muss ja alles auseinanderreißen. Und das kann man natürlich irgendwie nicht leisten. Wir haben ja im Kreistag auch beschlossen, ein Schulsanierungsprogramm für die nächsten 10 Jahre, wo wir weit über 36 Millionen Euro nur für die Sanierung ausgeben. Das heißt, die energetische Sanierung, dass letztendlich die Fassaden vernünftig saniert wird, dass es im Sommer nicht so ist, dass man irgendwie nicht mehr in einem Raum arbeiten kann, sondern irgendwie die Temperatur vernünftig gehalten wird und dass man dann im Winter nicht irgendwie draußen noch mitheizt und der Schulhof irgendwie eisfrei durch die Ölheizung gehalten wird, sondern da ist ein Riesenprogramm dran und wir werden peu à peu, wir haben so ein Ranking gemacht, welche Schule ist dran. Das UEG ist zufälligerweise ganz oben angesiedelt, weil dort der meiste Bedarf ist. Und so haben wir alle Schulen untersucht. 24 kreiseigene Schulen haben wir. Das ist zum Beispiel bei anderen Landkreisen nicht der Fall. Da ist die Trägerschaft der Schulen ist bei den Gemeinden. Das kostet eine ganze Stange Geld, aber wir haben den Weg freigemacht, muss man sagen. Alle Parteien haben das auch mit unterstützt. Und man kann eigentlich sagen, so 70-80%, also weit über die Hälfte dieses Betrages wird in energetische Gebäudesanierung gesteckt. Wird das dann auch Dämmungen sein, also dass man halt auch effizienter mit Energien umgeht? Okay. Wände, Heizung, Wände, dann die Fenster werden mit erneuert, weil wir da zum Teil wirklich Fenster haben, wo man sagt, das geht gar nicht mehr. Und das wird alles angepackt. Dann nochmal zur Idee mit den Passivhäusern. Wir hatten darüber nämlich einen Vortrag. Wissen Sie, was Passivhäuser sind? Ja. Genau, und da war halt eben die Idee, warum man nicht mehr öffentliche Gebäude müssen jetzt ja gar nicht Schulen unbedingt sein. Zum Beispiel das UEG ist ja auch sehr alt und sehr groß. Warum man nicht öffentliche Gebäude oder Neubauten einfach zu Passivhäusern machen? Achso, für die, die das nicht wissen, Passivhäuser sind wirklich, dass sie sich energetisch selbst versorgen, einfach durchs Dasein, dass sie zum Beispiel halt die Sonnenenergie speichern und dann halt eben, wenn es nötig ist, halt wieder umwandeln können. Also der Ansatz gefällt mir ja sehr, habe ich ja gerade gesagt, das verfolge ich auch selbst privat. Ich wohne nicht in einem neuen Haus, sondern es ist ein älteres Haus, aber dass man energetisch autark ist, macht auch Spaß, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir verfolgen das ja bei Neubauten. Das, was ich gerade gesagt habe, diese feuerwehrtechnische Zentrale, das wird jetzt kein Null-Energiehaus oder Passivhaus, aber wir versuchen wirklich, dort die Energie an Ort und Stelle zu produzieren, die man auch verbraucht. Dass man nicht von außen was zuführen muss. Und das kann man ja weiterdenken. Ich bin fest davon überzeugt, auch beim Thema E-Mobilität, dass in Zukunft selbst die Leute eine Wallbox zu Hause haben und über ihre PV-Anlage dann letztendlich mit einer Batterie auch ihre Autos aufladen können. Das gibt es heute alles schon zu kaufen. Muss natürlich alles bezahlt werden und bezahlt werden können. Das kostet Geld. Und das ist immer die Frage, weil was nicht passieren darf, Klimaschutz und das Thema Soziales, dass nur wenige da sind, die sich das leisten können, sondern es muss wirklich für breite Massen, muss es bezahlbar bleiben.
Aber der Umbau oder die Sanierung wäre ja eigentlich so, dass man in der Zukunft so viel Geld sparen würde, dass man mit der Zeit das Geld wieder rauskriegen würde. Und man würde noch was fürs Klima tun. Deswegen machen wir das bei den Neubauten. Das meiste kann ich eigentlich wirklich rausholen, wenn ich dämme, wenn ich vernünftig isoliere an den Altbauten. Und darum gehen wir diesen Weg auch. Da, wo es Sinn macht, Photovoltaik aufs Dach. Und ja, das ist unser Ansatz. Okay, dann wir haben ja jetzt einen neuen Jahrgang sozusagen an den Gymnasien, weshalb wir ja das EWE-Gebäude bekommen haben, also die Gymnasien. Und da hatten Sie uns erzählt, dass Sie das auch absolut klimaneutral aufbauen wollten, das Ganze mit Sanierungen und so weiter. Wie sieht das im Moment aus? Also, wir haben ja dieses Campusgelände dort, da wo die EWE drauf war. Ach Das so, ja. Gebäude selbst, wo jetzt das TGG einzieht, das wird saniert. Aber wir planen dort auch für beide Gymnasien noch Räumlichkeiten. Und diese Räume würden natürlich nach einem solchen Standard, wie Sie gerade gesagt haben, auch dann ausgestattet werden, wenn es bezahlbar ist, meines Erachtens. Ist das möglich, weil über 30 oder 40 Jahre sich dann Erdwärme, Photovoltaik immer bezahlt macht? Denken Sie, dass das auch allgemein eine Wende wird, also dass das in der ganzen Region gestärkt wird, auch jetzt zum Beispiel Windkraft? Sie hatten ja erzählt, dass in Ostfriesland Windkraft sehr stark ist. Denken Sie trotzdem, dass das noch weiter ausgebaut wird? Das ist ja auch wieder so ein Ding. Wir haben ja im Landkreis hier eine Riesendebatte gehabt zur Windenergie. Schauen Sie mal nach Upplingen. Dort hat irgendwie der Rat bis um 4 vor 12 irgendwie letzte Woche getagt, weil man sich nicht einig darüber ist, wo sollen neue Windparks gebaut werden. Alle sagen, erneuerbare Energien ist eine tolle Sache, aber den Windpark direkt vor der Tür möchte nicht jeder haben. Und wir müssen diese Kompromisse müssen wir mit eingehen. Ich glaube, dass wenn wir diesen Planeten irgendwie noch retten wollen, wir werden immer mehr Menschen. Deutschland kann es auch nicht alleine. Aber wir sind eine der reichsten Industrienationen und hier macht es Sinn, auf erneuerbare Energien zu setzen, um zu zeigen, dass eine Energiewende bezahlbar ist und dass wir damit auch unsere Lebensgrundlage letztendlich erhalten. Weil sonst tun wir alles dafür, die Lebensgrundlage kaputt zu machen. Erneuerbare Energien sind ja sehr gut für E-Autos. Damit mache ich meinen kleinen Switch. Was halten Sie denn so von Wasserstoff, also auch zum Beispiel Wasserstoffautos? Wasserstoffautos, die sind ja sehr rar, muss man sagen. Wir haben in ganz Ostfriesland keine Wasserstofftankstelle. Wir sind gerade dabei, weil es ja auch Investitionen geben soll von großen Unternehmen im Landkreis Leer zum Thema Wasserstoff, eine Strategie zu entwickeln für den Landkreis Leer. Aber ich habe mit meinen Kollegen Olaf Meinen, dem Landrat aus Aurich, Holger Heimann aus Wittmund und Tim Krüthoff diese Woche noch mich ausgetauscht. Und wir wollen eigentlich eine Wasserstoffstrategie für ganz Ostfriesland entwickeln, weil wir einfach sehen wollen, wo haben wir Potenzial, wo macht es Sinn. Und manchmal wird Wasserstoff auch dazu benutzt, gerade bei den PKWs, um das Thema E-Mobilität irgendwie so klein zu reden. Lass das mal, wir fahren alle mit Wasserstoff. Aber dieser Wasserstoff muss ja auch produziert werden. Und ich brauche irgendwie x Anteile erneuerbare Energien, um dann Wasserstoff zu produzieren. Das heißt, immer wenn ich Energie umwandle, habe ich ja Riesenverluste. Dann macht es wenig Sinn, irgendwie mit Kohlestrom Wasserstoff zu produzieren, sondern das muss erneuerbar sein. Und da, wo E-Mobilität Sinn macht, muss E-Mobilität eingesetzt werden. Im Schwerlastverkehr zum Beispiel macht es durchaus Sinn, wenn einzelne Logistikunternehmen, die feste Touren fahren, die dann auch eine Wasserstofftankstelle vor der Haustür haben, dass die dann wirklich auf Wasserstoff setzen. Also mich stört immer so diese Schwarz-Weiß-Debatte dabei, sondern die oberste Maßgabe muss einfach sein, dass man wirklich schaut, was kommt unterm Strich rum, ist es bezahlbar und machen und nicht nur drüber reden. Okay, das ist ja schon mal ein sehr gutes Thema, besonders schnell machen, weil uns natürlich auch die Zeit ein bisschen fehlt. Ja. Ich gehe jetzt mal auf die Fragen ein, die in diesem Fragenmodul hochgeladen wurden. Zum einen, gibt es Pläne zur vollständigen Umstellung der Versorgung kommunaler Einrichtungen mit Ökostrom?
Haben wir schon. Ja, aber nicht nur Schulen. Wir hatten nur Schulen als Thema. Gemeinden, alle werden mit Ökostrom versorgt. Okay. Wir haben einen Rahmenvertrag. Das wird, da achtet auch die Politik drauf. Das ist schon gemacht worden. Okay, perfekt. Dann haben wir die Frage abgespeckt. Die nächste Frage ist, okay, die ist jetzt nicht unbedingt klimapolitisch, ne? Ja. Wie sieht es aus mit der Digitalisierung an den Schulen? Damit werben Sie ja immer. Wir sehen Sie ja immer ganz fleißig mit Internetstange oder sowas im Internet. Wie sieht es denn damit so aus? Also wir haben die Schulen alle mit Glasfaser versorgt, muss man sagen, im Landkreis Leer. Auch die Grundschulen sind versorgt worden. Und jetzt geht es daran, dass die Infrastruktur auch in den Schulen gelegt wird. Weil das macht keinen Sinn, eine Glasfaserleitung an die Schule zu legen und dann wird mit Kupfer irgendwie der Rechner angeschlossen oder der WLAN-Router wird angeschlossen, weil dann schieße ich mir wirklich selbst ins Knie, muss man sagen. Und das ist jetzt die nächste Stufe, das umzusetzen. Und natürlich müssen auch die Systeme dort nachkommen. Wir haben mit Anbietern auch Gespräche gehabt, wie solche Sachen laufen können, weil Verträge müssen abgeschlossen werden. Und da muss es so sein, dass eigentlich pro Tablet oder ist die Zielmarke pro Tablet wirklich 50 Mbit anlegt und damit kann ich vernünftig arbeiten für jedes Tablet. Und weiterhin gilt das Motto Bring Your Own Device, richtig? Das ist angestrebt. Weil nämlich das andere Thema mit Restriktionen, da muss hier wieder eine Sperre reingemacht werden, das wird ja Niedersachsen verfolgt, Bring Your Own Device, wobei wir natürlich auch, ich weiß nicht, ob das die meisten mitbekommen hatten, wir haben jetzt zur Corona-Krise 300 iPads auch angeschafft für Schülerinnen und Schüler, die jetzt vielleicht kein Tablet zur Verfügung haben und die sind auch abgerufen worden, nicht alle, bei weitem nicht alle. Und die werden dann verliehen. Wir haben dann so einen Leihvertrag, dass die dann auch irgendwann mal wieder zurückgegeben werden können. Und dann nach einer Zeit müssen die ja sowieso ersetzt werden. Ich glaube, dass es Sinn macht. Ich verfolge das immer bei meinen Töchtern. Da haben die Lehrkräfte auch unterschiedliche Herangehensweisen, wie sehr das genutzt wird. Aber mit dem iSurf-System hat man eigentlich einen ganz guten Überblick. Aber es ersetzt auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen, den klassischen Unterricht. Die gute alte Tafel. Nee, kann es gar nicht ersetzen. Und da geht auch ein bisschen was verloren, muss man sagen. Bei Schule funktioniert auch, dass man sich irgendwie austauscht. Und Digitalunterricht, muss man auch sagen, das ist ja wieder so eine Art Frontalunterricht, der stattfindet. Der eigentlich ja gar nicht gewollt ist, sondern man soll sich Dinge ja auch zusammen irgendwie erarbeiten. Und da braucht es eigentlich auch noch mehr Kooperationstools, wie ich dann zusammen Dinge erarbeite, obwohl ich mich nicht irgendwie in einem Raum befinde. Aber wir wollen hoffen, dass letztendlich nach den Sommerferien der Schulbetrieb wieder normal vonstatten geht. Wie wäre es denn zum Beispiel damit, dass man Bücher auf das Device dann lädt, dass man nicht mehr die schweren Bücher tragen muss? Da wird ja oft drüber gesprochen. Nicht nur drüber gesprochen. Ich weiß, dass auch von meinen Töchtern wiederum, die eine Lehrerin, die hat dann für 1 Euro werden dann auch E-Book-Codes dann letztendlich zugänglich gemacht. Weil ich finde, wenn wir das wirklich konsequent machen, muss ich das auch über E-Books letztendlich möglich machen. Kommt natürlich auch auf die Schulbuchverleger an, dass sie solche Sachen auch anbieten. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie, dass man sein Notebook dabei hat oder sein Tablet dabei hat und auch alle Bücher und Ordner noch irgendwie mitschleppen muss. Da muss die Schule bewegen. Haben wir übrigens auch im Rahmen der digitalen Woche im September, haben wir auch wieder eine Lehrerfortbildung dahingehend. Und im letzten Jahr waren über 250 Lehrkräfte mit dabei aus Ostfriesland. War eine tolle Sache, muss ich sagen. Und in den Schulen wird ziemlich viel Anstrengung unternommen, um das auch wirklich umzusetzen. Da gibt es ganz, ganz viele engagierte Lehrkräfte, die das Thema nach vorne treiben. Das Ganze ist also im Gang, wa? Ist natürlich auch, hängt an jeder einzelnen Schule. Da kann der Landrat nicht sagen, mach das jetzt so, sondern jede Schule hat das eigene Konzept. Okay, perfekt. Also die nächste Frage geht wohl wieder ums Fahrrad. Wie es aussieht, kann ich das so... Oh,
wie es aussieht mit einem gemeinsamen Fahrerkonzept zwischen Kreis und Stadt. Ich denke mal für Menschen, die halt mit dem Fahrrad zum Beruf fahren wollen. Ist beschlossen worden vom Kreistag noch im März, muss man sagen, irgendwie so kurz vor Toreschluss, kurz bevor Corona kam, dass ein Konzept erstellt wird. Wir haben ja auch einen Beschluss im Kreistag ist gefasst worden über einen Klimaschutzbeauftragten. Da sind wir dabei, jetzt auch die Stelle auszuschreiben. Der Haushalt ist genehmigt worden und dieser Klimaschutzbeauftragte oder Beauftragte, wissen wir noch nicht, wer es wird, hat dann die Aufgabe, ein stimmiges Konzept nicht nur mit den Städten und Gemeinden auszuarbeiten, sondern auch mit den Nachbarlandkreisen zu sehen. Wenn ich jetzt irgendwie von Emden nach Leer fahren will mit dem Fahrrad oder auch in den Landkreis Aurich, wenn ich an der Kreisgrenze wohne, dass da nicht irgendwie Schluss ist. Die Aurcher haben einen tollen Fahrradweg bis zur Kreisgrenze und danach kann ich wieder auf der Bundesstraße oder auf der Kreisstraße fahren und habe irgendwie Angst um mein Leben, sondern das soll vernünftig koordiniert werden. Und da ist dieses Fahrradkonzept angedacht. Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn man das sich anschaut, auch bei älteren Menschen, das Thema Fahrrad durch auch E-Fahrrädern nimmt doch schon einen gehörigen Raum ein. Das Auto lässt man dann öfter stehen. Finde ich super. Zum Klimaschutzbeauftragten, wie viel verdient der denn so? Also, ich meine, ich hab das ehrlich gesagt ein bisschen verfolgt und ich habe gesehen, dass man dafür einige Kompetenzen für mitbringen muss, aber die Bezahlung wohl nicht der Kompetenzen so entspricht. Also, natürlich muss es irgendwie ins Gefüge passen. Der muss eine Querschnittsaufgabe nimmt er wahr, damit er auch zwischen den Ämtern, aber auch zwischen unterschiedlichen Verwaltungen dann delegiert. Das ist nun nicht irgendwie die bestbezahlteste Stelle in der Kreisverwaltung, aber auch nicht die schlecht bezahlteste Stelle in der Kreisverwaltung. So, das wird ja eingruppiert. Man schaut, wie ist genau das Aufgabenfeld und danach wird dann auch im öffentlichen Dienst ganz genau geschaut, wie können wir den entlohnen und wie nicht. Also Sie denken, dass sich da viele darauf bewerben werden. Wir verzeichnen gerade im Zuge jetzt auch der Corona-Krise wesentlich mehr Bewerbungen beim Landkreis als noch vor 3 oder 4 Monaten. Oh, das ist ja schon mal freudig zu hören. Aber Sie haben ja schon. es ist eigentlich gar nicht freudig. Ich hätte es eigentlich gerne anders um weiter gehabt, dass wir konjunkturell irgendwie den Kopf oben behalten. Wenn man sieht, wie viele Menschen in Kurzarbeit sind, ist das für die Menschen ganz schlimm, muss man sagen. Aber Macht vielleicht, mir auch sehr viel man soll Sorgen. ja in allem Schlechten was Gutes sehen und vielleicht finden diese Menschen jetzt ja einen super Job beim Landkreis. Ja, so viele Jobs haben wir auch nicht zu vergeben. Mist. Nein, aber die Krise muss man ja sagen, das macht einen schon Sorgen, auch wenn man sie, klar kann man sich auf der einen Seite darüber freuen, wenn man sagt, es ist weniger Flugverkehr. Aber wenn irgendwie allein in Deutschland, in den norddeutschen Werken 5.000 Menschen ihren Job verlieren, dann ist das eine ganz schlimme Sache. Das stimmt natürlich. Vielleicht hilft es aber natürlich auch und das führt eigentlich schon zu meiner nächsten Frage, führt das vielleicht zum Wandel eben, den wir ja jetzt schon seit einigen Monaten wollen, und zwar den Wandel natürlich zur Klimaneutralität mit neuen mit neuen Jobs und Arbeitsfeldern und sowas. Denken Sie, dass Corona eine Chance ist, um allgemein deutschlandweit vielleicht auch viele Veränderungen herbeizuführen, die halt klimafreundlicher sind, zum Beispiel eben neue Jobs. Das ist doch generell so, dass auch andere Standards, dass auch eine andere Sichtweise der Dinge da ist. Wen hat früher denn interessiert, was ein Auto verbraucht hat oder wie viel CO2 ein Auto ausgestoßen hat? Das war vor 10 Jahren, haben da nur wenige drauf geguckt. Und heute ist es Grundlage auch für die Kfz-Steuer. Für ein Elektroauto zahle ich gar nichts, weil ich nämlich null CO2 ausstoße. Und Corona oder die Krise ist generell oder Krise generell immer auch eine große Chance, Dinge zu überdenken. Ist es irgendwie vernünftig? Ich sag mal, wir haben die große Diskussion gehabt jetzt mit der Fleischindustrie, als bei Tönnies dort auch das Coronavirus da zugeschlagen hat, dass viele sich auch Gedanken darüber gemacht haben, auch auf höchster politischer Ebene, wollen wir wirklich so weiter
Lebensmittel produzieren in der Form und dass irgendwie die Mitarbeiter dann auch dann so dort arbeiten. Und ja, das gibt gesellschaftliche Debatten und die sind in einer Demokratie auch gut. Wenn man sich nicht in einer Demokratie befindet oder man irgendwie an der Spitze eines Staates, ich meine, die USA sind ja noch eine Demokratie, aber wenn ich dort einen Verrückten habe als Staatenlenker oder in Brasilien, das ist doch schlimm, wenn man sich das mit anschaut, dass es nur eine Meinung gibt. Ich muss auch andere Meinungen zulassen und irgendwie auch faktenbasiert und auf wissenschaftlichen Grundlagen dann meine Entscheidung fällen. Das sehe ich in Deutschland generell gegeben und darum ist die Krise auch eine Chance. Naja, aber bei der Fleischindustrie haben wir ja die Zahlen, ne? Also wir wissen ja, dass die meisten Tiere gar nicht mal den Transport überleben und am Ende auch gar nicht mehr zur netten Wurst verarbeitet werden können und natürlich die Emissionen auch einfach drastisch sind dabei, ganz geschweige von dem Tierleid natürlich. Also da, das wissen wir ja schon seit Ewigkeiten, dass so wie die Fleischindustrie oder die meiste Fleischindustrie ist, dass das nicht gut ist. Und jetzt natürlich auch, was die Arbeitskräfte angeht, wie die leben müssen, wie die verdienen und sowas. Generell ist diese Geiz ist geil Mentalität bei Lebensmitteln, die ist sicherlich noch gibt, schlecht, was das Thema Produktion angeht, weil wirklich jeder Cent dort letztendlich zählt und dass Lebensmittel wirklich einen Wert haben, das ist, glaube ich, generell die Debatte und dass wir auch über das Thema Tierwohl sprechen, wie werden Tiere gehalten, weil das ist ein krankes System, muss man sagen. Wobei ich sagen muss, ich hätte auch gerne, gerade was das Handwerk angeht, bei uns die Schlachtbetriebe, die es gibt, die kleinen Schlachtereien, dass die auch eine Überlebenschance haben, die nachhaltig produzieren. Ich meine, das muss jeder selbst wissen, ob er Fleisch isst oder nicht, ob er Veganer ist oder sich vegetarisch ernährt. Aber wie die Lebensmittel produziert werden, das muss nachhaltig sein. Und auch gerade beim Thema Klimaschutz ist das Thema Lebensmittel, wie produziere ich Lebensmittel, wie viel Wasser, wie viele Ressourcen muss ich aufwenden, ein ganz entscheidender Faktor. Ich möchte kurz meine Cello-Lehrerin begrüßen. Hallo, Frau Warner. Schon lange nicht mehr gesehen. Gut, wir sind auch schon fast durch. Also soweit ich das sehe, haben wir alle Fragen im Fragenmodul und auch im Chat abgespeckt und auch die, die wir vorher gesammelt haben. Die letzte Frage ist noch, was wollen Sie in Ihrer übrigen Amtszeit noch umsetzen? Also einmal diese Neubauten, das Schulsanierungs-, Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentral, dass wir die Planung abschließen, dass wir auch die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, die erneuerbaren Tools dort einbauen, Photovoltaik, dann, dass wir gerade im Bereich der Schulsanierung weiter vorankommen, dass die Corona-Krise uns da nicht weiter zurückschmeißt, sondern dass wir unseren Zeitplan trotz Corona auch halten können. Beim Thema ÖPNV möchte ich gerne das Thema Wunderlinie weiter nach vorne bringen. Wir brauchen natürlich die Friesenbrücke, aber wir wollen entlang der Linie Groningen, dann Bunde, Leer, Oldenburg-Bremen. Da möchten wir eine Aufwertung haben, was den Schienenverkehr angeht. Man ist relativ schnell in Groningen dann, aber auch in Amsterdam und auch in die andere Richtung. Die Fahrzeit soll um 45 Minuten verkürzt werden. Ja, wissen Sie, das hat mich einfach nicht mehr interessiert. Das wollte ich einfach nicht mehr. Oh Richter, wenn Sie nicht mehr mit mir reden wollen, können Sie mir das ja sagen. Ich kann einfach auflegen. Ich wusste, dass mir irgendwas Peinliches passiert. Was ist immer so? Oh, tut mir wirklich leid. Was wollte ich sagen? Zum Thema Wunderlinie. Da waren wir ja gerade stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob das noch alle mitbekommen haben. Das ist ein Projekt, was wir gerne nach vorne bringen wollen. Und gerade auch beim Thema Fahrradverkehr, dass wir dort wirklich die Infrastruktur aufwerten, die einzelnen Akteure zusammenbringen. Auch wenn wir die neuen Bahnhaltepunkte dann letztendlich haben, dass wir dort auch Fahrradverkehre hinleiten können und den ÖPNV dann auch damit verbinden. So, dass es wirklich attraktiv ist, wenn ich auf mein Smartphone schaue, wenn ich von A nach B kommen will, dass ich das Auto stehen lasse und dass ich dann auch verschiedenste Verkehrsträger nutze. Das sind noch Ihre Ziele. Ey, nicht lachen. Das sind also noch Ihre Ziele für die restliche Amtszeit. Ja, ich glaube, es sind
es sind auch die Ziele generell im Kreislauf, die wir mit verabschiedet haben, und die Gemeinden arbeiten daher dran, und das ist nicht erst 2021 abgeschlossen, sondern da wollen wir so ein Gesamtding draus stricken. Das klingt schon mal sehr gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das Interview, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie gesagt, ich habe halt auch nicht ewig Lust darauf. Und ja, vielen Dank. Wollen Sie gut. Noch irgendwas sagen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Können wir gerne wiederholen, wenn wir Fragen sammeln zu einzelnen Bereichen. Das Thema Abfall ist ein bisschen zu kurz gekommen. Was mich umhertreibt, ist auch das Thema Plastikmüll. Und da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen. Stadtwerke leer, sind da Herr Holz und so weiter ganz vorne mit dabei, wie dort Plastik rausgefischt werden kann. Aber das wären so Initiativen, wo ich Spaß dran hätte und wo ich mitmachen würde, dass man gerade in dem Bereich reduziert und dass man wirklich schaut, wie kriegen wir Dinge nachhaltiger organisiert und dass wir dort vielleicht auch Spitzenreiter werden und dort als Landkreis Leer und auch in der Stadt Leer, dass wir da irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Weil ich glaube, in der Bevölkerung ist dort wirklich ein Bedarf da, dass viele auf die Plastiktüte verzichten und dass wir nicht so viel Müll produzieren. Auf jeden Fall. Dazu hatten wir ja auch schon dank Ihnen Präsentationen bei den Fünftklässlern gehalten. Die sind, glaube ich, ziemlich gut angekommen. Also sehr gut. Klar. Okay. Gut, Frau Richter. Perfekt. Alles dann Gute und vielen Dank für die Fragen an die Zuschauer und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Gerne doch. Viel Spaß beim Spiel morgen. Ja, tschüss. Danke. Tschüss.